Werk Perten, deine Fachhändler für Kindersitze. Hallo, ich bin Franzi von den Zwerg Perten und ich zeige euch heute mal den Mika von Maxi Cosi. Es ist ein drehbarer Reboarder. Tada! Vorwärts nutzen wir ihn natürlich nicht, das kennt ihr ja schon. Wir möchten ihn am besten bis zum Ende der Nutzungsdauer rückwärts verwenden. Das ist in diesem Fall 18 Kilo oder 1,5 Meter Körpergröße. Es ist ein Eye-Size-Sitz, er ist ab 40 cm zugelassen. Für die ganz Kleinen, das kennt ihr auch, empfehlen wir auch eine Babyschale. Und erst ab Sitzalter dann den Folgesitz. Ich zeige euch mal, was der so kann. Gedreht, ich habe es euch schon gezeigt. Er rastet einseitig. Das macht es so ein bisschen einfacher beim Kind reinsetzen, wenn man da nochmal den Po nachjustiert, dass einem das nicht so nach rechts und links wegrutscht. Ist eine ganz nette Sache. Er ist in allen Positionen drehbar. Er hat 5 Ruhepositionen oder verschiedene Neigungen und ist in jeder dieser Positionen auch drehbar. Auch das ist für das Einladen des Kindes ganz schön, wenn man das in der Ruheposition machen kann. Da hilft einem einfach die Schwerkraft so ein bisschen beim Anschnallen. Wir haben ihn ja gerade schon mal. So, ich zeige euch mal das Innenleben. Da ist jetzt der Sitzverkleinerer drin, der neugeborene Einsatz, der bis 60 cm genutzt werden soll. Danach nimmt man ihn raus, das geht auch ganz einfach. Der ist hier reingelegt. So, und dann ist er auch schon weg. Ihr seht, der ist jetzt ziemlich geräumig, also gerade so schmale Kinder sind da noch so ein bisschen verloren vielleicht drin. Dafür gibt es aber als Zubehörteil, kann man noch nachkaufen, einen Sitzverkleinerer. Auch der ist ganz schnell reingelegt. Muss man auch nicht irgendwo durchfummeln, das Gurtschloss. Manchmal muss man das aufwendig reinfummeln. Den so reingelegt. Man macht es ja auch nur einmal. Und dann drin. Ein 5-Punkt-Gurt, kennt ihr auch schon von vielen anderen Sitzen, so der Standard. Und man sieht, die Kinder, gerade so schmale Kinder, sind dann hier einfach ein bisschen besser gestützt. Er ist übrigens total gut für Dreitürer. Wer einen Dreitürer hat, er lässt sich nämlich von hier vorne bedienen. Das heißt, ich muss nicht erst in das Auto reinkrabbeln und über den Sitz drüber krabbeln, sondern er wird hier vorne bedient. Lässt sich dann auch ganz nach vorne drehen. Das ist auch bei anderen Sitzen nicht von Anfang an möglich, weil die eine Sperre drin haben zum Beispiel. Ich zeige es mal hier. So könnt ihr das ein bisschen besser sehen. Die haben oft eine Sperre drin, dass es erst ab einer gewissen Körperhöhe oder Körpergröße dann vorwärts gedreht werden kann. Hier ist keine Sperre drin, aber eine Anzeige. Also erst, wenn das Kind dann 76 cm groß ist, das ist dann circa bei der Markierung der Fall, darf man ihn auch vorwärts nutzen und auch nicht vor 15 Monaten Lebensalter. Genau, Kopfstütze bei der Gelegenheit gleich mal hier, wird ganz einfach auch hinten an so einem Griff verstellt und kann dann an die Kinder angepasst werden. Man sieht auch sehr schön, er hat eine sehr lange Rückenlänge, geht dann auch sehr lange, ist trotzdem aber sehr klein im Einbaumaß. Passen viele Autos gut rein, nimmt nicht viel Platz weg. Gerade da, wo es platzkritisch ist, passt der sehr gut. Er ist ein Isofix-Sitz, das sagt auch schon die Eye-Size-Norm. Hier wird Isofix eingeklickt und hat einen Stützfuß. Und wie das mit dem Einbau geht, das zeigen wir euch dann in einem separaten Video, was wir euch in der Infobox verlinken. Wenn ihr noch Fragen habt zum Sitz, schickt uns gerne eine E-Mail oder ruft uns an oder kommt in einem unserer Ladengeschäfte vorbei. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like oder einen Kommentar da und abonniert unseren Kanal. Bis bald. Tschüss.